Und damit ein herzliches Willkommen zurück in dem beschaulichen Boreal Bay, der Stadt ohne Schmetterling. Ich sehe schon von Anfang an, wir haben ein kleines Problem mit etwas Verkehr, weil die Leute alle nur einseitig abbiegen. Warum? Warum? Warum tut ihr das? Das muss doch gar nicht so enden. Ja, und dann erst einseitig abbiegen und dann anschließend die Spur wechseln. Hier gibt es da zwei Spuren? Das müsste ich erfahren. Hier müsste theoretisch eine zeitgesteuerte Ampel sein, genau. Sekunden. Ist das nicht optimiert? War da jemand studrig? Wahrscheinlich. Hier, das können wir natürlich auch mal ein bisschen so einsetzen. Dann müssen die Leute sich etwas früher entscheiden, wo sie ihn wollen. Ernsthaft nur einer rübergekommen? Einer? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gut, gut, gut. Dann machen wir es mal anders. Dann machen wir jetzt erstmal fixe 5 Sekunden. Ja, staut euch einfach da, das ist alles in Ordnung. Ich möchte die Nebenstraße jetzt auf jeden Fall mal leer bekommen. Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn wir da auch tatsächlich genügend Fahrzeuge durchschleusen. Und mit den Einstellungen gerade eben funktioniert das einfach nicht. Rot-weiß. Aha. Achso, rot gestreift. Ah, jetzt macht das wieder Sinn. Leute, Leute, Leute. Was fahrt ihr da für einen Schrott zusammen? Muss ich mal schauen, meine Busverbindung, die hier läuft, die fährt rechtzeitig auf die richtige Spur, das passt. Warum fährt er jetzt keiner mehr? Weil er erst despawnen muss, weil er. Ja, ist ja gut. Ich sollte mich nicht aufregen, die sind halt alle super gut drauf oder so. Hier fahren sie dann aber im allerletzten Moment links oder rechts. Das ist gut. Das klingt danach, dass die alle einen Plan haben, was sie tun. Hier muss ich die Beschränkung wieder aufheben, dass die nicht alle so durchfahren dürfen. Der bleibt einfach vor einem imaginären Auto stehen, das ist auch in Ordnung. Kann man schon mal machen, muss man aber nicht. Ich denke mal, ich muss die hier wahrscheinlich rausnehmen.
und hier dafür reinsetzen. Soll ich nicht so früh dazu entscheiden, links oder rechts zu fahren? Soll ich erst da hinten entscheiden dürfen? Ja, alle hier rechts rüber und dann wieder links rüber. Es ist optimal. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das so machen, ob die Busspur dann weiterhin richtig bleibt oder woanders hingeht. Ich vermute mal, die Busse dürfen diese Fahrspurbeschränkung einfach ignorieren. Ich hoffe es zumindest. So, dann haben wir da etwas getan und lassen das jetzt erstmal. Upsa. So, hier und da. Warum wollen die da alle auf einmal links und rechts und überhaupt? Immerhin die Runaways können unbedarft einfach weiterfahren. Jetzt ist auch die Straße hier mal leer. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hin und sagen Stopp. Sagen wir ändern und nehmen hier mal eine Sekunde raus. Ist dann ganz gut für die anderen Kreuzungen, die dürfen haben dann schon mal eine Sekunde länger Zeit, um sich zu nähern. So, was wir jetzt noch machen, ist die Richtungsfeile etwas abändern. Dafür nehmen wir auch die Ampel weg. Wichtig, wir haben hier noch eine Buslinie, die da rumfährt. Die soll das eigentlich auch nicht stören, hoffe ich. Weil ich das so eingestellt habe, dass Busse die entsprechenden Richtungen ignorieren können. Okay, der Bus würde jetzt einfach da rechts rumfahren. Das ist wahrscheinlich eine andere Linie. Ich wüsste, wie ich das Fenster bewegen kann. Ja, der Bus darf da ohne Probleme rumfahren. Dann müssen wir jetzt an dieser Spur hier sagen, sie darf nur dahin. Jetzt haben wir hier einen Rückstau auf die andere Seite. Na, vielleicht war es doch nicht die idealste Variante, die Autobahn wegzumachen. Na, egal. Wichtig ist, die Leute fahren trotzdem auch hin und her. Was noch benötigt wird, ist weiteres Geschäftsgeviertelte. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach mal die Stelle, bauen hier die Straße herüber, gehen hin und bauen hier eine Wasserleitung. Und setzen Geschäftsfelder und ein bisschen Wohnraum. Wollen eigentlich darüber, oder? Muss ich mal ein bisschen abändern. Auch da machen wir jetzt mal eine fixe Zeit rein. Ich bin mir nicht sicher, ob 5 Sekunden notwendig sind.
einen leichten Schluck auf. Ich habe gerade etwas sehr viel Eis gegessen. Hauptsache, da kommen jetzt mal Autos durch. Und wir gehen jetzt auch mal hier hin und ändern hier den Richtungsfrei, dass die nur in die eine Richtung dürfen, außer die Busse, die können das ja ignorieren. Und hier machen wir das gleiche. Und bei der Gelegenheit können wir hier nicht aushalten. Wenn ich jetzt hier was sehen würde. Nein. Da nehmen wir doch eine unserer Spezialstraßen. Erweitern zum einen diese Straße hier und diese Straße in die andere Richtung. In die andere Richtung würde ich sie erweitern. So, das hat uns jetzt natürlich die Ampelschaltung gekostet. Das stört mich jetzt aber nicht. Das muss nach Plan. Linksabbiegerspur, ein Rechtsabbiegerspur. Jetzt nehmen wir wieder eine Ampel. Die Ampelschaltung ist ja noch da. Sehr schön. Dann haben wir nämlich etwas mehr Durchlauf in die Richtung. Ich hoffe, das funktioniert. Hier ist auch ein bisschen Rückstau. Die Ampelschaltung wird jetzt auch mal optimiert. 3 bis 5 und hier ändern wir das auch mal in 3 bis 3. Aber der fährt nicht, weil da kein Platz ist. Das macht Sinn. Damit sollte sich hier eigentlich nach und nach der Verkehr ein bisschen lösen. Hoffe ich. Das hier ist die Standardampelschaltung. Ja, da ist eine Standardampelschaltung. Die wurde gerade gesetzt dadurch, dass wir das, die Straße neu gesetzt haben. Machen wir das halt so. Haben sich auch schon die ersten Geschäfte angesiedelt. Das ist gut, das passt, das soll so sein. Hier hätte ich auch gerne mehr Spuren nach links abbiegt, aber durch die Monorail funktioniert das leider nicht. Also man muss offensichtlich gut planen, wo man eine Monorail lang setzen will. Die Hauptverkehrsachse ist vielleicht nicht dafür geeignet. Aber das ist halt so. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier haben wir hier ein Gebäude gesetzt, aber da sind genügend Parks und Möglichkeiten vorhanden. Das ist, dann passt das. Ich hätte jetzt am liebsten noch so eine Statistik, wie viel Verkehr. Also wir haben schon einen sehr starken Verkehr auf der hinten. Aber ich hätte gerne eine Statistik, wie viel Verkehr tatsächlich durch LKW und wie viel durch PKW passiert. Weil gegebenenfalls könnte man das Ganze noch ein bisschen verbessern. Wir haben hier auch schon eine PKW-Vermeidungsmöglichkeit, die wir in die Bahn durchschicken. Entschuldigung. Wir könnten hier hinten eigentlich auch sowas bauen. Wenn wir hier quasi so eine Bahn durchbauen und hier irgendwo rauskommen lassen. Ich mache das jetzt absichtlich mal wieder ein bisschen eckig. Und
wieder zum Bahnhof hier irgendwo. Hier die entsprechenden Zugstrecken. Soll ich auch Zugstrecken wählen? Ich vermute mal, dass wir da es nicht schaffen werden, eine Hochstrecke draus zu machen. Wir könnten bestenfalls hingehen, die Strecke hier hinten abzweigen lassen, einmal hier rüberlaufen lassen. Das wäre noch eine Option. Und weil wir es ja jetzt wissen, dass wir hier viel Verkehr haben, machen wir das Ganze direkt hier unterirdisch. Da freuen wir uns garantiert drüber, wenn wir irgendwann mal eine U-Bahn bauen wollen. Da eine parallele Strecke für den neuen LKW-Verkehr. Wir weisen das Ganze jetzt nur noch als Einbahnstraße aus. Ich glaube Einbahnstraßen in der Richtung. Dann kann nämlich der LKW-Verkehr sich hoffentlich ein bisschen beruhigen auf der Straße und ein bisschen mehr über die Bahn abgewickelt werden. Deswegen könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen besser bauen. So mit einspurigen Schienen und sowas. Vieles gucken. So ist es besser. Gerade durch. Weil dann haben wir hier keine einseitige Überschneidung und die Züge können einfach durchfahren, selbst wenn hier einer stehen sollte auf der Brücke. Wir können die Brücke natürlich ein bisschen optimieren. Das Optimieren ist mein zweiter Vorname. Länger gezogen die Anhöhe, das sollte auch nicht den Zugverkehr etwas beschleunigen. So. Wir natürlich noch andere Pillars nehmen können, also andere Brückensäulen. Jetzt habe ich aber die Standardbrückensäulen mal genommen. Mal zu sagen ist, hier ist eine, da hinten ist eine, die zwei Stück, die stören jetzt nicht. Das hier ist eine recht langgezogene Brücke, also länger geht es wahrscheinlich gar nicht. Ist hier nicht gerade irgendwo ein Zugverkauf? Da ist ein Zugverkauf. Ja, das ist ein relativ kurzer Zug. Der
passt dann auch hier hin und kann direkt entladen werden. Das ist sehr schön. Hier ist jetzt trotzdem noch recht viel Stau, weil die Ampelschaltung hier nicht durchkommt. Eigentlich brauche ich hier sechs Spuren. Das geht nicht anders. Also jeweils zwei in jede Richtung. Ich glaube dafür. Wie machen wir das? Oder wollen wir sogar acht Spuren machen? Acht Spuren sind übertrieben. Wenn hier eine 3er und eine 4er wäre, das wäre super. Aber das will ich leider nicht so ganz machen. Radwege möchte ich nicht haben. Nehmen wir doch den üblichen Grünstreifen. Ja, so ein kleines Stück Grünstreifen. Also Bäume. So, Bäumchen haben wir. Jetzt haben wir nämlich zwei Streifen, die nach rechts abbiegen. Das müsste eigentlich ein bisschen optimierter gehen. Oder ich hoffe, dass zumindest beide, also die Fahrzeuge dann auch beide Streifen nutzen werden. Aber das sind ja eigentlich eher selbstgemachte Probleme. Wer hätte das erwartet? Das sind hauptsächlich selbstgemachte Probleme. Hier stehen sie wieder, schön lange. Der Nachteil, wenn hier die ganzen LKWs durchfahren, wir können sie entweder durch diese Ecke drücken oder wir können sie hinten durch die Ecke drücken. Es ist beides egal, beides wäre eher nicht so optimal. Und die Ampel hier werde ich jetzt auch noch mal Zeit steuern. So. Ich glaube, ich brauche zwei. Hier, die Gas müssen wir auch kriegen. Dann ist nämlich die große Straße ein bisschen priorisierter. Ein bisschen problematisch für die Fußgänger, die über die über den langen Übergang drüber wollen, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Im Idealfall hätten wir die drei Kreuzungen hier zusammengeschlossen. Drei zusammengeschlossene Kreuzungen brauchen natürlich etwas mehr Rechenkapazität, wenn man sie der ganze Verkehr daher. Warum fahren die da alle rum? Sind die irre? Wahrscheinlich. Fahrt darüber, da dürft ihr 70 fahren. Nein, die müssen jetzt natürlich alle da hinten rumfahren. Na gut, jetzt lehrt sich das schon. Unsere Statistik sagt 70%, wir sind weitere 2% gefallen. Yay! Mehr Stau verstopft unsere Straßen. Was man natürlich auch machen könnte, wäre ein Overpass von dieser Straße hier einmal rüber
dann hier hinten irgendwo hin, dass die Fahrzeuge da einfach irgendwo reinfahren können, ohne dass sie die Straße großartig kreuzen müssen. Das ist ein Problem fürs nächste Mal. Schöner großer Block. Und wir haben eine großartige Stadt erreicht. Wir können ein drittes Darlehen aufnehmen, das Solarkraftwerk und den Star Tower bauen. Einzigartige Gebäude bleiben weiterhin die gleichen. Schön, schön. Haben wir hier sowas wie ein Taxi? Taxis haben wir. Doch, wir haben 14 Taxifahrer pro Woche. Achso, wir haben tatsächlich Leute, die Taxi fahren. Es gibt offensichtlich keine wirklichen Taxi-Depots. Machen wir doch nochmal ein, zwei Stück. Ich glaube, hier war sowieso. So. Vielleicht mit mehr Taxis gibt es auch mehr Taxifahrer. Also Leute, die mit dem Taxi fahren. So mache ich auch mal an den Steuerung hin. Ihr kennt das schon. Nein, keine neue, ich will das jetzt hinzufügen. Wie ihr hört, garantiert gerade hört, ich habe immer noch Sommer, dementsprechend ist das Fenster etwas auf und das war gerade der Rettungswagen. Ich vermute mal, das ist recht Cities passend, von daher lasse ich das mal drin. Aber hier fährt auch so weniger Verkehr, das passt schon. Interessant wird es, wenn die Straßen sich irgendwann mal kreuzen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, das werden sie. Man könnte hier die Straße drüber bauen und dann ähnlich wie eine Autobahn entsprechend abkreuzen oder abzweigen lassen oder sowas. Ich bin ja schon recht froh, dass. Ja, Abzweigung hier funktioniert. Jetzt ist die halbe Stunde allerdings schon recht fix rum. Ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell geht. Von daher bin ich jetzt mal so frei und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach in zwei Tagen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mögt ihr keinen Rettungswagen nötig haben. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.